Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ja heute das Fido T1 am Start. Hier, da kommt gerade jemand. Ich mache einfach mal weiter. Wir fahren hier ein bisschen Offroad heute. Alles gut? Okay. Ja? Bau mal kurz dein Bike, okay? Nein, hä? Ja, nur kurz. Nein? Nur kurz, Bruder. Ich muss nur kurz vorne hin. Das ist, nein, sorry, kann ich nicht helfen. Bruder, komm, bitte. Das ist mein Bike, will ich dir nicht geben. Kurz, eine Minute. Kriegst du nicht. Komm. Nein, sorry. Okay, Bruder. Alter, Dicker! Bruder, Bruder. Alter, Junge, okay, chill, nimm, okay, okay. Digga, was ist das denn, Alter? Leute! Ey! Junge! Ey, hier steht ein Motocross, okay? Ich muss hinterher! Ich muss hinterher! Oh! Ich mach die Kamera an! Hinterher! Ey, ich hoffe, ich krieg ihn noch, Alter! Ey, da ist er! Bleib mal stehen, Junge! Was ist das denn, ey? Bleib doch mal stehen! Hallo! Das ist mein Bike, Alter! Was soll das, ey? Bleib doch mal stehen! Oh! Es dampft! Oh. Oh mein Gott, das war ein Wheelie! Ja Leute, das war natürlich ein Spaß, das war ein bisschen abgesprochen, dass das Video spannend anfängt. Ey, aber ich habe das Gefühl, es war echt gut geschauspielert. Ja Leute, also wir dachten uns, wir überlegen uns mal was, um euch einen spannenden Start in dieses Video zu geben. Heute gibt es wieder absolute Motocross-Action mit Jan, er ist auch dabei, er fährt ja gerade schon vor mir. Und ich habe so ein neues Audio-Motor-Vlogging-Setup, ich hoffe, es hört sich gut an. Wow! Die Waffe ist natürlich eine Airsoft, keine echte. Übrigens, Leute, geile Qualität, richtig nice, dieser Grenzgänger-Rucksack. Hier passt mit Grenzgänger-Motocross-mäßig am Start. Ich hab doch Bock, Leute, ich hab doch Bock. Ja, Leute, übrigens ist der Sponsor des heutigen Videos unter anderem Fido, weil durch Fido haben wir jetzt hier eben dieses geile Fido T1 E-Bike, das wir zu zweit rumfahren können. Es ist halt viel spaßiger, als alleine rumzufahren und ich bin das Ding selber gefahren, das ist eine richtige Maschine und er macht einen Bodyhop. Hey, es ist so geil, zusammen rum zu cruisen. Wir sind beides professionelle Idioten und haben einfach nur Bock, absolut es zu eskalieren, Junge! Ganz leise und sachte. Oh, hast du mich erschrocken? Ich dachte, das ist ein Hund. Oh mein Gott, Alter, ist das dein Ernst? Yo, Alter, was ist das denn hier? Jungs, kennt ihr Shred Nation? Ja. Kennt ihr No Hand? Ja. Kennt ihr mich? Ja. Geil. Geil. Meinst du, es gibt hier was ganz Einfaches, wo ich rüberkomme mit dem Motocross? Das auch nicht? Nee. Es gibt weiter hinten noch so eine Strecke, da ist halt alles so ein bisschen hügeliger und nicht so schön geshaped. Also ich glaube, jetzt ist jeder pissig, wenn man hier so rüberspringt mit der schweren. Ja, okay, stimmt schon. Wir können da auch nochmal hinfahren. Weiter geht's! Kleinen Abstecher gemacht zu meinen Mountainbiker-Freunden. Das war doch lustig. Ich hoffe, die haben sich auch gefreut. Bis zum zweiten Gang? Ja. Dann gib mal gleich ein bisschen Gas und versuch deinen Arsch mal ein bisschen nach hinten. Nein, mach ich nicht. Nein. Er will mir sagen, wie ich einen Wheelie mache. Nein, überhaupt nicht. Kein Bock. Oh mein Gott, das war ein Wheelie. Wir machen hier eine kleine Pause, Leute, dann geht's gleich weiter. Wow. So, Leidels, wir sind jetzt gestärkt. Und jetzt haben wir vor, einen geilen Clip mit der Insta360 zu filmen. Er will... locker und es wird toleriert, dass man Motorrad fährt. Wow. Alter, es ist hier ein richtiges Offroad-Feeling. Das ist noch ganz ungewohnt, aber man kann hier auch tatsächlich freihändig fahren. Okay, ich glaube, hier ist so ein bisschen die Enduro-Strecke oder wie man das nennt. Also so ein bisschen so Hügel und ein bisschen Offroad. Ah, sie ist abgesoffen. Ich wäre hier rübergekommen. Ich wäre hier safe rübergekommen. Digga, jetzt ist der Wurm drin, ja? Ich hab's die ganze Zeit gut geschafft und sie ist nicht abgesoffen. Okay. Jetzt geht's wohl wieder. Da geht's doch! Ja, Mann, jetzt geht's! Ja! Ja! Ja. Boah, es ist eng. Alter! Oh! Oh!
Junge, Jan, wenn du das siehst, sorry. Es dampft. Fuck, es dampft. Aber ich glaube, das ist normal. Ja, die so ein bisschen hingehauen. Aber ich glaube, es ist alles gut. Aber Leute, es war ja ganz klar, dass ich es nicht schaffe. Weil wenn ich schräg über den Baumstamm fahre, ist ja klar, dass ich da irgendwie wegrutsche. Also das war irgendwie auch nicht meine schlauste Aktion jemals. Oh, Junge. So, Leute, ich bleibe jetzt im ersten Gang, hat mir Jan gesagt. Ganz langsam machen ist, denke ich mal, auf jeden Fall besser, als wenn es mich jetzt normal irgendwie hinpackt. Ohne Witz. Ey, wenn ich Motorradführerschein mache, ne, ich werde einfach schon fahren können. Der Fahrlehrer wird sich auch denken, was macht der hier? Da soll ich rüber. Da ich. Ja. Er nickt nur. Alter. Easy. Oh mein Gott, ich bin gesprungen! Ja, Mann! Ich wollte gar nicht springen! Digga, er macht ernst! Ich wollte gar nicht springen, oh mein Gott! Alter, läuft die? Ja, die Kamera läuft! Digga, oh Kamera! Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Jan jetzt hinfährt. Ich folge ihm einfach mal blind. Ich bin mir sicher, er kennt hier die geilen Spots. Und jetzt, mal schauen, vielleicht ballern wir noch über ein Feld oder so. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall Bock drauf. Jawohl, ja, er zeigt mir Raften. Ich soll jetzt raften, alles klar. Gerne doch. Alter, was für ein geiler Sound. Hey, schaut euch mal diese schöne Naturlandschaft an. Es ist einfach toll. Und es kann sein, dass es irgendwann nur noch E-Fahrzeuge gibt. Und deshalb will ich jetzt einfach nochmal das vollkommen genießen, solange ich noch ein richtiges, normales Motorrad fahren kann. Wobei eine Saron auch geil ist. Also ich hätte auch Bock, auf jeden Fall eine Saron zu fahren. Er ist so sauer. Guck mal, wie sauer er guckt. Er ist so sauer gewesen. Ey, tut mir leid, ich will niemanden sauer machen. Hier ist ja noch mehr Trail-mäßiges. Wow. Oh, ich hab absickern lassen. Dieses Bike hier, ne? Ja, das Bike ist geil. Es lässt dich einfach nicht im Stich, Digga. Das Bike lässt sich einfach nicht im Stich. In dem Sinne nochmal ein großes Dankeschön an Fido. Boah, der ist richtig sauer. Die ist so sauer. Oh. Hä? Er wird einfach vom Hund verfolgt, Digga. Alter, mich hat gerade ein Hund verfolgt. Was war das denn? So Leute, jetzt haben wir keine bestimmte Challenge mehr, keine Mission. Jetzt fahren wir noch ganz entspannt bei Waldwegen so ein bisschen entlang, so ein paar Kurven. Ich glaube, da kann man auch viel Spaß haben. Und auf jeden Fall noch was lernen, so technikmäßig, dass ich hier noch ein besseres Gefühl für die Maschine bekomme. Also ich muss auch echt sagen, das Fido Bike hat uns echt sehr gute Dienste erwiesen. Also wir können hier die ganze Zeit ohne Probleme gleich schnell miteinander mitfahren. Das hat auch gut Power, das Ding. Und ja, es ist einfach geil. Es ist richtig geil. Ah ja. Also manche Leute freuen sich und sind cool und verstehen, dass wir jung sind und einfach nur Spaß haben. Und manche sind auch richtig sauer. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass Leute sauer sind. Aber naja, irgendwie muss man zusammen einen Kompromiss finden. Ey, schaut euch mal diese Natur an, diese Location. Oh mein Gott. Ey, so schön hier. Ey, das war ja so krass. Ey, Jan ist noch ganz hinten. Ich war so schnell, der ist ja jetzt noch ganz, ganz hinten mit dem Bike. Es ist unfassbar adrenalinmäßig hier gerade so. Vor allem, ich liebe solche Landschaften und man kennt das eigentlich nur aus Motorradvideos. Ich bin ja eigentlich Motorrad-Fan-mäßig. Ich gucke immer nur die ganzen Quirly-Sachen und jetzt fahre ich einfach selber lang. Ups, ja, das passiert, wenn man Anfänger ist. Durchs Wasser, lieber nicht. Jawohl, Alter. Das ist so geil. Und da kommt jemand, deswegen mäßige ich meine Geschwindigkeit und meine Lautstärke. Wir wollen jetzt hier ja niemanden irgendwie belästigen, ja? Mal schauen, gibt es Rage oder nicht? Aber die sind doch ganz nett, glaube ich. Hallo. Jawohl. Wettrennen, komm, Wettrennen, wer ist schneller? Wer ist schneller? Ja! 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 Ohne Witz, ich liebe Motorradfahren. Ich liebe es einfach. Ihr werdet mich bestimmt zukünftig auf einem Motorrad sehen. Es tut mir leid, meine lieben Eltern, die das nicht wollen, weil es gefährlich ist, aber es ist einfach geil. Ja? Ey Leute, ohne Witz, wenn ihr auch mal Motorrad fahren wollt,
dann passt bitte auf, macht das nur mit Führerschein und macht das nirgendwo, wo ihr Leute gefährdet und fahrt auch immer vorsichtig und so. Also muss ich ganz klar sagen, das ist nicht ungefährlich. Das spüre ich hier bei jedem Gaszug. So Leute, meine Hände tun sehr doll weh. Danke Jan, es hat mega Spaß gemacht. Ja, jetzt tut es noch mehr weh. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bis zum nächsten Video, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao.